Ob Hü oder Hott, los geht's für die PS-starken Waldarbeiter. Ihre Aufgabe: Holz ernten. Ja, genau, Baumstämme aus dem Wald ziehen. Hengst Rusjan weiß genau, was er zu tun hat. Heute wird sein Kollege auf zwei Beinen eingearbeitet, Azubi Bill. Aber brrr, der Reihe nach. Früh am Morgen im Wedauer Wald. Mit dem Pferdetransporter geht es tief hinein. Heute müssen hier die Hengste Granit und Fusian Holz rücken. Die französischen Kaltblüter haben nicht nur viel Kraft, sie können auch richtige Sturschäde sein. Davor warnt Chef Elmar Stertenbrink seinen Azubi. Bill sucht den ersten Kontakt zu seinen tierischen Kollegen. Komm mal hier drunter her, wenn hier, genau, das ist das Pferd auch gewohnt, dass da jemand durchgeht. Das Pferd will immer das Gleiche, das Ähnliche tun. Und das tut es letztendlich, um in Sicherheit zu sein. Und jetzt kommst du hinzu und bist halt neu. Und deswegen müssen wir dich positiv besetzen. Das tun wir nicht mit Leckerlis. Absolut nicht. So ein Hengst wie Fusian ist nämlich nicht bestechlich. Dessen Zuneigung und Respekt muss sich Bill erst erarbeiten. Ob der Funke überspringt, zeigt sich später. Ein bisschen Tuchfühlung kann jedenfalls nicht schaden. Sitzt das Geschirr richtig? Ist der Schwanz geschützt? Letzte Handgriffe, die wichtig sind, bevor das Rückepferd losackern kann. Abmarsch. Alle 40 Meter sind hier sogenannte Rückegassen. Da ist die Rückegasse. Siehst du die beiden weißen Striche? Und jetzt muss der Füßer hier erstmal über den Graben rüber. Alle wiegt. Die Aufgabe von Hengst Fusian, er muss die gefällten Baumstämme zu den Rückegassen schleppen, damit sie von dort mit schwerem Gerät geholt werden können. Ein grobes Handwerk, das Fingerspitzengefühl braucht. Ja, Holzrücken mit Pferden ist so wie Mikado in groß. Spielerisch geht aber gar nichts beim Holzrücken, wie Bill heute noch lernen wird. Wir sind im Akkord unterwegs, wir werden per Festmeter bezahlt. Und nicht per Stunde. Also muss ich meine Arbeit richtig organisieren. So, wie es schon viele Generationen von Holzrückern vor ihm getan haben. Doch es gibt sie immer seltener, die erfahrenen Vorhalter wie Elmar Stertenbrink, zum Bedauern von Revierförster Axel Horn. Denn Maschinen im Wald können nie so beweglich sein wie ein Rückepferd. Eine Forstmaschine mit einem Seil, der kann, wenn der Stamm zum Beispiel irgendwo hängen bleibt oder so, der kann einfach nur mehr Gas geben. Und wenn er mehr Gas gibt, bricht irgendwo was hinten im Wald kaputt. Es gibt Schäden am verbleibenden Bestand. Und wenn Herr Stertenbrink mit seinem dicken Hektor kommt, dann kann er dem sagen, Hektor, diesen Stamm ziehen wir erstmal ein paar Meter in die Richtung und können ihn dann um einen anderen Baum, der im Wald bleiben soll, der stehen bleiben soll, wo keine Schäden an der Rinde entstehen sollen, kann er ihn dann gut dran vorbeiziehen. Die Kaltblüter richtig zu lenken, dafür braucht es Geschick, das will gelernt sein. Jetzt versucht es Bill allein. Noch ein bisschen wackelig, noch ein bisschen unsicher, aber auch Holzrückemeister fallen schließlich nicht vom Himmel. Es war natürlich eine große Unsicherheit mit dabei. So bewegt man sich sicher, stolpert man jetzt nicht gleich über irgendeinen Ast, zieht man nicht irgendwie jetzt irgendwie an den Zügeln groß oder so. Ist die Richtung korrekt? Also weiter üben. Ganz wichtig, die Kommandos. Damit wir uns selber auch darin trainieren und auch dem Pferd diese Anlehnung geben. Deswegen, für dich ist wichtig, rechts heißt Hott, links heißt Wiescht, ein Schnalzen oder Allee heißt vorwärts, losgehen. Und das Stehenbleiben haben wir eben schon beide zusammen geübt. Wie geht das Stehenbleiben? Ja, genau. Das ist das Kommando, um letztendlich stehen zu bleiben. Kommandos begriffen? Das zeigt sich im Rollenspiel. Kurzerhand legt der Chef den Azubi sprichwörtlich an die Leine. So soll Bill die Vorgänge verstehen, verinnerlichen. Hat es funktioniert? Sind sie jetzt Kollegen auf Augenhöhe? Es spricht wie ein Kollege sozusagen zu einem und doch ist es kein Mensch, der schlechte Laune hat oder irgendwelche persönlichen Probleme mit sich bringt, sondern es ist ein friedliches Tier, es hat Bock, mit einem zusammen etwas zu tun und das begeistert mich schon sehr. Holzrücken, für Bill also ein Traumjob, für Hengst Fusian Knochenarbeit. Spätestens zur Mittagszeit fordert der Franzose seine wohlverdiente Pause. Schlag 12 übrigens.
Wenn wir tatsächlich irgendwo einen Glockenschlag von der Kapelle hören, die Pferde, die kennen das Geläut. Wenn die Pferde den Glockenschlag hören, gut, okay, 12 Uhr, das war's. Am Ende des kraftzehrenden Tages gibt's für Fusian und Kumpel Granit, Heu und Hafer. Stärkung, die Rückepferde unbedingt brauchen. Und von Kollege Bill gibt es kein Leckerli, wie gelernt, sondern Streicheleinheiten. Sie wollen schließlich auch morgen wieder zusammenarbeiten.